Ja, ich eröffne jetzt nicht. Ich möchte einfach nur ein Grußwort rüberbringen. Ich habe ja hier auf der Mahnwache wunderbare und tolle Menschen kennengelernt. Ja, und mein Motto für dieses Jahr ist ja, nimm dir Zeit für deine Freunde, sonst nimmt die Zeit dir deine Freunde. Ja, und das habe ich mal wieder gemacht am Sonnabend. Da bin ich zu Emma gefahren. Emma mit ihrem Hund Kalle, mit dem Mops, die habe ich hier 2014 auf der Mahnwache kennengelernt. Sie war von Lübeck hierher gekommen, um sich das hier anzugucken. Damals hatten wir ja über 100 Mahnwachen. Ja, und bei uns hat sie eben besser gefallen. Dann kam sie öfter, hat auch ihre Kinder mitgebracht. Ja, und die sagen eben auch Oma Ilona zu mir. Und ich finde die ganz toll, die beiden. Und da bin ich ganz persönlich mit der Mecklenburg-Vorpommern-Karte nach Grevesmühlen an die Ostsee gefahren und habe mir meinen Sonnenbrand dort abgeholt. Und ich soll euch ganz herzlich grüßen von der Emma und ihren Kindern. Und ja, alles Gute für uns und wir sollen unbedingt weitermachen. Ich will mal kurz am Mikrofon was sagen. Komm mal rein. Komm doch hierher, oder mal noch Boah, Scheinwerfer sind ja an hier, ziemlich hell. Ich heiße Michael, wie jeder spreche auch ich nur in meinem eigenen Namen. Und ich wollte eigentlich nur ein kleines kurzes Syrien-Update machen. Das war ja da vor ein paar Wochen dieser angebliche Giftgasanschlag. Und da wurde ja auch ganz groß, es ging ja ganz groß durch die Medien, ne? Assad hat einen Giftgasanschlag gemacht und da wurde dann auch sofort losgebombt, Tomahawk-Raketen und so draufgeschossen. Und das so wie 4 Tage bevor die Kommission, wie heißen die, OBCB oder so heißen die, die das eigentlich untersuchen sollte, ne? Und England, Frankreich und die Vereinigten Staaten, die Regierung haben beschlossen, bevor das untersucht wird, wird es erstmal abgeschossen. Und ich habe, mittlerweile ist es ja relativ ruhig darum, man hört ja gar nichts mehr, auch ganz komisch. Aber ich habe jetzt gestern einen tollen Vortrag von dem Friedensforscher und Historiker Daniele Ganser gehört, der sich explizit mit diesem Syrien-Thema auseinandergesetzt hat. Und ich kann ihn nur wirklich jedem wärmstens ans Herz legen, sich das mal anzugucken. Das ist auf YouTube. Ich würde eingeben, Daniele Ganser Seegespräche. Ist nämlich Seegespräche, das sind so Veranstaltungen, wo Leute so sprechen. Und da hat er einen Vortrag gehalten. Ist relativ neu. Und wer dieses Thema mal wirklich gut aufgerollt haben will, der hat die ganzen Zeitungsausschnitte, was ist passiert, wann in den Kontext gebracht. Wer wirklich wissen möchte, wer das nicht so ganz mitgerichtet haben, was da vor ein paar Wochen in Syrien so abging, dem lege ich diesen Vortrag sehr ans Herz. Also Daniele Ganser bei den Seegesprächen. Danke. Hallo, ich bin Sven, ich spreche natürlich auch nur für mich und ich will hier auf meine 3 Vorredner mal Bezug nehmen. Es gibt nämlich in der Universität Hamburg 10 veröffentlichte Vorträge für die Demokratie, also wer keine Vorträge mehr im Internet auf YouTube sehen möchte, sondern mal live einen Vortrag sehen möchte, der kann hier zu 10 Vorträgen gehen, öffentliche Vorträge zur Demokratie. Und ein Name ist mir gleich ins Auge gesprungen, nämlich der Professor Dr. Rainer Mausfeld, den ja hier immer wieder mal auf dem Mikrofon fällt, dieser Name. Der macht hier einen Vortrag am 21.06.2018, Demokratie und Menschenbild vom Leitideal des mündigen Bürgers zur neoliberalen Fiktion eines Homo economicus. Also, wer Lust hat, mal live einen Vortrag zu sehen zu Demokratie, ich glaube, habe ich gerade alle 3 Vorredner gerade hier mit angesprochen, genau, der kann sich hier vielleicht nochmal informieren, ansonsten 21.06.2018. Hier liegen vielleicht gleich noch ein paar Flyer und wenn nicht, genau, also 10 veröffentlichte Vorträge zur Demokratie und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne. Vielleicht gibt es das auch im Internet, habe ich gar nicht nachgeguckt, ich habe nur diese Broschüren gesehen. Genau, das wollte ich jetzt nur nochmal dazu sagen. Das war hier bei den Mann.
etwas schneller ein Roboter. Oder kann noch mal zu dem Mann sein, der so ist. So ein. Ja. Ja, hier ist Klausi mal wieder. Moin, moin. Ich wollte nur was über das Spenden sagen. Mancher möchte das immer nicht machen. Ich habe immer Kleingeld bei mir in der Tasche, 1-Cent-Stücke oder 5-Cent-Stücke. Obwohl ich begrenztes Geld habe, tut mir das nie weh, wenn ich das spende. Aber das mache ich nur, weil Geben seliger als Nehmen ist. Und zweitens, auch wenn das professionelle Leute sind, die das sammeln wollen. Nach meinem Verständnis ist das ganze Universum, was wir haben, das gehört zusammen und ist unendlich. Das ist schwer zu verstehen. So, aber auch ein Bettler, ein Armer, ein Verbrecher, was, wer auch immer, der ist Teil von dem ganzen System. Und wir, wenn man hoch sich entwickelt hat, dann hilft man denen auch in irgendeiner Form. So, und ich habe deswegen meistens auch immer Kleingeld in der Tasche und ich gebe dann immer, wenn das, also gibt zwar auch Ausnahmen, aber meistens gebe ich was, für die Schöpfung was zu tun. Das wäre es, danke. So, ich rede jetzt gerade mal nicht für mich, sondern ich setze mir jetzt den Moderationshut auf. Da wurde mir nämlich gleich nochmal ein Stichwort gegeben, natürlich Spenden. Hier ist die Hamburger Mahnwache, hier ist das offene Mikrofon, hier darf jeder sprechen, sofern er jugendfreundlich und gewaltfrei ist. Und ich wollte einmal hier auf die Spendendose aufblicken. Genau, vielleicht kannst du sie ja ein bisschen exponiert hinstellen. Diese Versammlung ist frei von jeglicher Organisation oder von irgendwelchen Vereinen oder sonst was. Wir tragen uns wirklich nur von den Spenden auf der Straße und wir organisieren wirklich nur das, was hier am Montag stattfindet und nichts darüber hinaus. Genau, ihr Lieben, also kommt ran, das Mikrofon ist offen, gewaltfrei, jugendfreundlich und in guten Ton geht es hier weiter. Nein.
Ja, ihr Lieben, ich habe immer noch meine Moderationskappe auf. Hier gucken einige Leute ganz interessiert. Ja, hier ist ein offenes Mikrofon. Solange hier keiner steht, ist es offen und man kann hier hingehen und das Wort ergreifen oder vielleicht was anderes darbieten. Wenn man gewaltfrei ist, jugendfreundlich und sich an den guten Ton hält, dann darf hier jeder sprechen. Gucken einige ungläubig, wollen gar nicht sprechen. Nur gut, das Mikrofon ist weiterhin offen. Wenn keiner kommt, dann bauen wir wieder ab. Ja, Text war. 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 Ja, Text war.